Wir machen das 11. Türchen auf und schauen, was dahinter steckt. Es ist ein Rezept für Grünkohl indischer Art. Grünkohl schmeckt nicht nur klassisch als Eintopf mit Wurst und Kassler, sondern auch als indische Beilage. Es ist super einfach zu zubereiten. Los geht's! Grünkohl waschen und grob schneiden. 3 gekochte Kartoffeln gewürfelt. 1 kleine Zwiebel gehackt. 2 Teelöffel Ingwer-Knoblauchpaste. Rote Chilischote, Kreuzkümmel, gemahlener Kurkuma, Kashmiri Chilipulver, gemahlener Koriander, gemahlener Kreuzkümmel und Öl. Lass uns zubereiten. Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Chilischote und Kreuzkümmel zugeben. 30 Sekunden anbraten. Zwiebel hineingeben und glasig dünsten. Ingwer-Knoblauchpaste zugeben und mitbraten. Jetzt Kartoffeln zugeben und alles gut vermischen. Dann kommen die Gewürze hinein. Kartoffeln und Gewürze 30 Sekunden anbraten. Die Kartoffel mit Gewürze gut überziehen. Sei sicher, dass die Gewürze nicht verbrennen. Jetzt Grünkohl zugeben und untermischen. Zugedeckt bei mittlerer Hitze 5 bis 6 Minuten garen. Zwischendurch weiter rühren. Nach 5 bis 6 Minuten sehen die Kartoffeln knusprig aus. Jetzt der Herd ausschalten und ganz einfaches Grünkohl-Kartoffel-Curry ist servierbereit. Es passt sehr gut als Beilage für Reis, Roti, Chapati oder auch als Füllung für Sandwiches. Also probiert doch mal aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.